Tag. Ja, hallo Herr Tolle. Jetzt mache ich Sie mal auf Fullscreen hier. Ja, schönen guten Tag, Herr Möller. Das heißt, Sie wissen, was technologisch in Zukunft wichtig wird. Rainer Lowack. Hallo Rainer. Ja, hallo Nobur. Wir kennen uns ja gut. This is Angel Kröstel, that's right. Morning Cornelia. Good morning, how are you? Very good, very good. Thank you. Enjoying the sunshine in South Africa. Kia Farm Technologies, Armin Tietjen. Hallo Herr Dr. Tietjen. Schön, dass wir heute über Innovation sprechen können. Bevor wir ins Thema gehen, was ist denn Ihre Verantwortung bei GEA? Ja, ich bin Leiter der Business Unit Melken und Kühlen im Segment Farm Technologies. Im Wesentlichen Intellectual Property, das Voranbringen der Innovation und die Zusammenarbeit der Segmente. Mein Name ist Guido Beiß und ich mache hier bei GEA, bin ich verantwortlich im Board für die Kältetechnik, verantwortlich für die Technologie. Erste Frage, was ist Innovation? Was bedeutet das für Sie? Also Innovation ist das große Thema, weil es ist unser Lebenselixier als Business Unit. Wir können uns nur differenzieren und erfolgreich sein, wenn wir Innovationen anbieten. Und einmal natürlich ganz klar nach außen gerichtet, der Kunde fordert von uns das beste Produkt und einen hohen Innovationsgrad. Und damit müssen wir eben Innovation immer im Fokus haben. Rainer, was bedeutet das für dich, innovativer Arbeitgeber zu sein? Warum ist das wichtig? Ja, als Ingenieur, Naturwissenschaftler möchte ich natürlich auch mit anspruchsvollen Aufgaben konfrontiert werden, dass man aus dieser Arbeit selber eine Befriedigung und Freude zieht. Und wenn man wie bei GEA dann eben an innovativen Themen arbeitet, ist das also für mich deutlich befriedigender, als wenn ich an Verwaltungsthemen sozusagen arbeite. Und das machen wir ja weltweit, dass wir hier dann zusammenarbeiten. Richtig, das heißt also, dass die verschiedenen Kulturen dann auch unterschiedliche Aspekte mit reinbringen, auch wenn natürlich die Naturgesetze überall die gleichen sind. Die Art und Weise, wie man Themen angeht, unterscheiden sich dann doch etwas. Herr Beiß, wenn ich mir das vorstellen soll, wie passiert denn Innovation? Was machen Sie da? Es ist eben ganz wichtig, außerhalb der normalen Gepflogenheiten zu denken, wie heißt es schön, out of the box, und immer die Trampelpfade einfach zu verlassen. Denn wenn ich immer in dem Bewussten bleibe, dann spreche ich ja nur von Evolution, aber ich brauche auch revolutionäre Ideen und das bedeutet eben, ich muss etwas Neues tun. Can you just briefly describe what your job and responsibility is within GEA? I am the welding engineer of GEA South Africa. Ich leite das sogenannte Corporate Organizational Development. Unter dieser Überschrift finden wir das Diversity Management, dann die Verantwortung für die GEA Values, die GEA Werte und das Ideen- und Verbesserungsmanagement. Ich arbeite hier bei der GEA Thunhagen GmbH als Produktmanager für Ein- und Doppelsitzventile. Das ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt oder den Produktlinien Varivent und Ecovent. Ja, meine Aufgabe ist, ich bin Leiter des Ideen- und Verbesserungswesens, I²M, Ideas and Improvement Management, in meinem Segment Refrigeration Technologies und bin Leiter des Lean Manufacturing Managements für das gesamte Segment. Angel, is there a GEA-specific innovation culture and what kind of shape does it take? It's what we call I²M. Mm-hmm. It is a system in place and it is open to all GEA employees from the top level all the way down to the people on the shop floor. Anybody can come up with any innovative idea, and if the idea is found workable and worth implementing, the company promotes and actively encourages the implementation of such ideas, and this is what really makes the company outstanding. Wird denn I²M, werden denn die Ideen auch belohnt? Ich denke, es geht gar nicht immer so sehr um irgendwelche Sachpreise oder vielleicht auch Gelder, die man dort gewinnen kann. Das ist natürlich auch immer ein schöner Nebeneffekt. Aber wenn ich weiß, dass ich aktiv mitgestalten kann und dass ich auch, sage ich jetzt mal, dafür Anerkennung in anderer Form bekomme, dass dieses Unternehmen weiterhin erfolgreich sich auch am Markt positioniert und wir auch immer weitermachen können und wettbewerbsfähig
größere Belohnung. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kitzeln Sie jetzt dieses Out-of-the-Box-Denken aus Ihren Mitarbeitern heraus? Das Wichtigste in einem Team ist, dass man sich gegenseitig zuhört, dass man die Ideen von jedem aufnimmt, sammelt, in einer Art Brainstorming und dann gemeinsam bewertet, was davon wirklich für den Kunden relevant ist, was dem Kunden am Ende einen Mehrwert bringt und was man dementsprechend mit konkreten Ideen weiterverfolgen sollte. Ich habe dann versucht, die Marktsicht mit reinzubringen, zusammen mit dem Vertrieb, der natürlich involviert war. Und ganz wichtig für uns war auch, dass wir externe Unternehmen mit einbezogen haben, die auch immer wieder eine externe Sicht der Dinge geschildert haben, um so ein bisschen zu verhindern, dass man aus der GEA-Brille schaut, sondern dass man wirklich etwas entwickelt, was am Ende auch den Kunden zufriedenstellt und nicht nur die GEA. Was mich nochmal interessieren würde, warum arbeiten denn Menschen gerne bei innovativen Arbeitgebern? Ach, das ist ganz klar. Innovative Arbeitgeber werden oft in Verbindung gebracht mit einer sehr offenen Unternehmenskultur, einem guten Betriebsklima und gelten als sehr aufgeschlossen. Man sieht auch bei innovativen Arbeitgebern selbstverständlich auch eine sehr gute Möglichkeit, sich selber weiterzuentwickeln. Weiterbildungsmaßnahmen, Fördermaßnahmen. Nur mal nebenher bemerkt, die GEA hat den Preis gewonnen 2010, 2011 als Best Innovators. Das spricht ja für sich. Herr Möller, ganz vielen Dank für das Gespräch. Ich bin sicher, wir werden in Kürze den Dialog fortsetzen. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich hoffe, wir haben bei nächster Gelegenheit, können wir das dann nochmal vertiefen. It was a great pleasure talking to you and sharing my ideas on GEA's innovative culture. Danke auch. Bis dann. Tschüss. 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 Dann tschüss.